Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arc Age. Schön, dass ihr mich wieder begleiten möchtet. In der letzten Folge hatten wir ja eine kleine Einführung in Sachen öffentliche Farmen. Und ich bin jetzt hier oben wieder in Ambossstadt angekommen. Ich bin hier schnell hochgelaufen. Ich war an der Bank, also hier beim Lagerhausverwalter. Habe schon ein paar Sachen reingelegt. Da bin ich noch nicht ganz fertig geworden. Aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht etwas langweilig für euch, wenn ihr da die ganze Zeit dabei seid. Diese Lagerhausverwalter gibt es fast in jeder größeren Zuflucht und in Städten sowieso. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wenn ihr dann mal wirklich Inventarprobleme bekommen solltet, könnt ihr da jederzeit eure Sachen ablagern. Habt auch von Anfang an sehr, sehr viele Inventar- bzw. Lagerhausplätze auch. Insgesamt 100 Stück und das ist schon eine Menge. In anderen Spielen hat man da deutlich weniger am Anfang. Also da dauert es normal schon, wenn ihr wirklich Platzprobleme bekommen solltet. Das dauert normalerweise. Dann habe ich mein Proviantpaket geöffnet für Tag 5. Da waren wieder einige nützliche Gegenstände drin, unter anderem ein Umhang. Den habe ich schon angelegt, leider sieht man ihn nicht. Ich weiß nicht genau warum. Effekt beim Ausrüsten, erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um 6%. Das ist mein erster Umhang. Ich muss ohne Kamera nochmal schauen, ob ich den irgendwie vielleicht ausgeblendet habe, aber hier ist es jetzt nicht dabei. Hier kann man ja zum Beispiel Helm anzeigen und nicht anzeigen machen. Also ich weiß es nicht, warum der nicht angezeigt wird. Aber der Effekt wirkt, denke ich, trotzdem. Hier habe ich noch ein paar Geldbeutelchen zum Öffnen. Und danach würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg in Richtung, wo müssen wir hin? Maschinenfabrik. Und mit Mechaniker Yarut müssen wir auch noch sprechen. Und wir müssen noch nach Mirage, aber das werde ich in einer extra Folge machen. Das ist ja eine Insel. Bis man da alles entdeckt hat. Das dauert auch eine ganze Zeit lang. Das wäre jetzt zu viel für eine Folge. Und was ich noch machen wollte, ich wollte mir ja Merktinte herstellen, beziehungsweise einen Jenseitsstein wollte ich mir herstellen. Genau, das war es gewesen. Da muss ich mir aber noch von meinen anderen Charakteren Steine rüberschicken, damit ich die dann zu den Ziegeln verarbeiten kann, die man dafür braucht. So, dann gehen wir mal darüber. Maschinenfabrik. Hier sieht es ja interessant aus. So halb Forscherwerkstatt, halb Müllhalde. Die Harani sind ja so die Ingenieure, die Techniker hier in unserer Fraktion. Von Begleiter absteigen. Oh, ich glaube, hier bin ich gar nicht richtig. Wo ist der denn? Das sind zwar zwei NPCs, aber... Moment, wo muss ich denn hin? Ah, noch weiter hier vorne hin. Alles klar. Und da ist auch noch eine Quest. Von Mandane. Appetit auf Frischfisch. Ich kann nie genug Schützenfisch auftreiben, um diesen Eintopf richtig zuzubereiten. Meine Gerichte würden viel mehr Einklang finden, wenn sie ausreichend Schützenfisch, wenn ausreichend Schützenfischfilet da wäre, weißt du? Wenn du mir noch ein paar bringst, koche ich dir ein warmes Essen, ne? Ehrlich, hier in der Maschinenfabrik sind alle ganz aus dem Häuschen, wenn ich Kochdienst habe. Vertrau mir. Okay, dann gehen wir mal da runter. Schützenfische sind natürlich im Wasser zu finden. Wie viel brauchen wir da? 3 Stück nur. Alles klar. Das dürfte kein Problem darstellen. Kommen die aus dem Wasser auch raus? Ah, das ist sehr praktisch. Die kommen hier gar nicht raus. Aber ich werde reinkommen. So. Du auch? Ich bin ja mal gespannt, wie es in der Hauptquestreihe weitergeht. Mit Schamane Grell. Ob er noch irgendetwas rausgefunden hat zu den Nekromanten. Es bleibt spannend. So, jetzt dürften wir schon alle haben. Gehen wir mal wieder hoch. Das kurze Stück laufe ich jetzt mal selber. Nicht zu ungut all den. Und da sehe ich noch was leuchten.
Da muss ich dann nochmal zurück. Oho, du hast ein paar große. Damit werden wir die Schüsseln wohl voll bekommen. Wunderbar. Gerade genug für eine letzte Schüssel, bevor ich noch mehr mache. Das sollte ich für meinen kleinen Bruder verwahren. Kannst du mir noch einen letzten Gefallen tun und ihm das bringen? Suche einfach nach Hatias in der Gießerei. Oh, stimmt, ich wollte dir ja auch ein Mittagessen machen, nicht? Wie wäre es damit? Du bringst das meinem Bruder und ihr teilt es euch, ja? Es ist eine große Schüssel voll. Na gut. Hoffen wir mal, dass noch was für uns übrig bleibt. So, als Vieran esse ich ja bestimmt gerne Fisch. In Real würde ich das nicht essen. So, Mechaniker. Ja, gut. Was ist denn diesmal ein weiterer Auftrag? Wir sind doch sowieso schon im Verzug. Von Maschinensammler Tristan? Warum sagst du das nicht gleich? Natürlich gehen die Aufträge des Investors vor. Also dann, wie gut kennst du dich mit Maschinen aus? Nicht sehr gut. Falls du helfen willst, das Ganze ist gar nicht so schwierig. Schnapp dir einfach die Montageteile und befolge den dreistufigen Prozess. Dann kann ich mich in der Zwischenzeit um Maschinensammler Tristens Bestellung kümmern. Hast du denn noch nie eine Maschine zusammengebaut? Schon gut, es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur eine unfertige Maschine herzustellen. Den Rest übernehme ich. Die Teile sind dort drüben auf meiner Werkbank. Okay. Montageteil. Die erste Bauphase ist abgeschlossen. Mach dich bereit für die zweite. Alles klar, das war wirklich nicht schwer. Tja, einen Schönheitswettbewerb wird sie nicht gewinnen. Aber nicht schlecht fürs erste Mal. Gut gemacht. Dankeschön. Für eine gute Maschine reicht es nicht, wenn man einfach irgendwie ein paar Teile zusammenschustert. Dafür braucht es Können. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit dem Mechaniker Horaron dort drüben beim Maschinenanima-Injektor. Es ist der letzte Schritt, der die Harani-Ingenieurskunst so einzigartig und so leistungsfähig macht. Mechaniker Horaron wacht sorgfältig über das Verfahren, also pass gut auf. Gehen wir mal zu dem Guten. Bin ich mal gespannt, was er uns beizubringen hat. Was willst du? Sag mir nicht, dass du Maschinenbau studieren willst. Das ist eine Kunst, die nicht jeder erlernen kann. Bist du sicher, dass du dem gewachsen bist? Tja, wenn du wirklich so fest entschlossen bist. Ich bin heute großmütig gestimmt. Ich werde dir ein paar Sachen erklären. Siehst du diese Vorrichtung neben mir? Sie enthält einen Anima-Injektor, der aktiviert werden muss. Die Maschine, an der wir arbeiten, hat noch keine Anima, sie ist nur ein Haufen Teile. Maschinenanima sind die größte Errungenschaft der Harani-Ingenieurskunst. Mit ihnen können wir Maschinen Leben einhauchen oder zumindest etwas Ähnliches, sie selbst. Aktivieren, ja? Ich denke mal. Okay. Toll. Ich weiß nicht, ob das passieren musste. Wahrscheinlich aber hat mich die Maschine angegriffen. Was hast du denn gedacht? Doch nicht so einfach, was? Es ist schwierig, die Verschmelzung von Maschine und Anima zu kontrollieren. Aber du hast dich ja redlich bemüht. Ich bin überrascht. Okay. Oh, da bekomme ich einen neuen Bogen. Da freue ich mich. Gleich mal ansehen. Und was habe ich noch bekommen? Gewürzte Suppe des Abenteurers. Ich glaube, da gibt es auch einen Erfolg für. Ja, super. Gleich mal anziehen den Bogen. Jetzt gucke ich gerade mal, wo wir Errungenschaften. Hier. Dann Stufe, da haben wir 7 von 7, hier auch. Stufe 11 bis 15 sind wir gerade bei den Erfolgen. Jenseitsstein muss ich noch herstellen. Mirage betreten, eine gewürzte Suppe verwenden.
Wunderbar. Zurück zur Liste. Und 5 Gewürzesuppe verwenden. Okay, die hat jetzt ein bisschen Abklingzeit. Das werde ich dann nach und nach machen. Stellt alle 2 Sekunden 40 Mana wieder her. Da oben war doch noch irgendwo eine Quest. Da war ich eigentlich vorhin schon. Aber da waren die NPCs noch nicht da. Ja, genau hier. Ingenieurin Molly nämlich. Jetzt reicht's, so kann ich nicht arbeiten. Die Naraya-Beschwerdeführer werfen mir dauernd Jatterjung auf die Werkbank. Hey, mach nicht andere für deinen Mangel an Arbeitsmoral verantwortlich. Was? Was hast du gesagt? Ach, das halte ich nicht mehr aus. Hey du da, hilf mir, diesen Idiotenbokal zu zeigen, wie es ist. Hol mir etwas Jatterdung von der Fabrik. Da gibt es reichlich, da bin ich mir sicher. Okay, jetzt müssen wir Häufchen sammeln, ist ja lecker. Du solltest der Ingenieurin Molly keinen Gefallen tun. Sie ist ein echter Goblin-Gauner. Okay. Na lecker. Ja, das sind ja diese super niedlichen Mounts, wo ich mir auch eins kaufen möchte. Mit meinen anderen beiden Charakteren habe ich auch jeweils ein Jatter. Ein normales braunes und ein gestreiftes. Und die sind einfach super süß. Ich liebe die. Das Häufchen wollte eben nicht mitkommen. Sieht ja auch sehr, sehr lecker aus. Ich frage mich, warum diese Äffchen, diese Naranja heißen ja, die Rasse heißt die Rasse hier, warum die hier mit Häufchen runterwerfen. Ist ja nicht sehr lecker. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die was dagegen haben, dass die Fabrik hier so die Umwelt verschmutzt, weil die Naranja sind ja ein sehr naturverbundenes Volk. Die haben wir auch schon kennengelernt in der einen oder anderen Quest. Gut, das ist mehr als genug. Warte nur, wenn das ihm selbst passiert, wird er nicht mehr so große Reden schwingen. Also, es läuft so. Dieser schöne Haufen Jatterdung, den du mir geholt hast, wird genau oben auf Bukhals Werkbank landen. Vielleicht solltest du den Jatterdung drüben auf Mollys Werkbank legen. Sie versucht immer Ärger zu stiften. Wie kannst du es wagen? Dann lassen wir doch deinen Kumpel hier entscheiden, wer es mehr verdient. Na schön, Yvain, du entscheidest. Und dann sagt Mechaniker Ruraron, was hier los war, damit dieser Idiot endlich einen Tadel kriegt. Also, ich muss ja sagen, dass die Ingenieurin Molly, die ist mir unsympathisch. Ich weiß nicht, die regt sich irgendwie total auf und die hatte ja auch diese fiese Idee. Deswegen bekommt sie die Häufchen auf die Werkbank gelegt. Oh, jetzt ist sie richtig wütend, oder? Was hat sie gesagt? Jetzt habe ich es weggeklickt, das erste. Nochmal mit ihm hier reden. Ingenieurin Molly ist mir völlig egal. Die zählt doch gar nicht. Ist das nicht offensichtlich? Mhm. Die haben wohl eine Schwäche füreinander. Und sie sagt, ich würde nicht mit Ingenieur Bukhalt sprechen. Er hat nichts Wichtiges zu sagen. Das ist Zeitverschwendung. Na, wenn da mal nicht ein Romanze ins Haus steht. So. Na, ich möchte eigentlich aufsteigen. Wo müssen wir noch hin? Ach genau, mit dem Mechaniker müssen wir nochmal reden. Und Krell steht, glaube ich, auch da oben. Mit dem möchte ich dann auch noch sprechen. Zwischen Molly und Bukhal fliegen wohl wieder die Fetzen, was? Die beiden streiten die ganze Zeit und haben keine Ahnung, dass ich sie schon öfters dabei gesehen habe, wie sie abends zusammen einen trinken gehen. Ich wusste es doch. Ignoriere sie einfach. Okay, dann gehen wir mal weiter zu Krell. Und der scheint da oben zu sein. Aber wir hatten ja auch noch eine andere Quest bekommen. Mit Hatias reden, aber ah genau, der ist auch da vorne. Wunderbar. Liegt alles auf dem Weg? Ah, die Kolgi-Vorrichtung. Das ist in der Tat ein grausames Artefakt. Doch ich glaube nicht, dass sie die Macht hat, so viele Untote zu erschaffen, wie wir auf den Ebenen gesehen haben. Ich dachte, dass Zihai es vielleicht geschafft hätte, das Seelenauge zu finden. Ja, wir haben ja gegen einen Stammesanführer der Harani gekämpft.
und haben dann diese seltsame, mysteriöse Vorrichtung bekommen, diese Golgi-Vorrichtung. Und die sollten wir ja zu Krell bringen, damit er sehen kann, ob dieser Stammesführer der Harani für die ganzen Untoten verantwortlich ist. Aber scheint nicht so. Das Seelenauge. Du meinst den mythischen Edelstein, von dem die Barden singen? Wenn ein Stein kommt, so hell wie die finstere Nacht, wird das Lebens Leben und auch des Todes Tod zunichte gemacht. Das Seelenauge ist kein Mythos. Es ist der Schatz der Firan und ein unglaublich mächtiges Artefakt. Aber es wurde gestohlen und seine Wächter versuchen verzweifelt, es zurückzuerlangen. Darum habe ich unser Heimatland verlassen. Ich brauche deine Hilfe. Als die Firan aus Auroria flohen, erfüllt vom Schrecken, Armeen von Untoten zu bekämpfen, wurde das Seelenauge zu einer wertvollen Waffe, um solche Schrecken in Schach zu halten. Seine facettenreiche Oberfläche konnte alles enthüllen, was durch Todesenergie verdorben war. Von den Untoten selbst bis hin zu den Nekromanten, die sie auferstehen ließen. Die Elite unter den Kriegern widmete sich der Aufgabe, das Seelenauge zu bewachen. Interessant. Das Seelenauge ist auf die Geister der Lebenden und Toten abgestimmt. Für diejenigen, die damit umzugehen wissen, kann es eine mächtige Waffe sein für das Gute oder das Böse. Wir müssen es finden, bevor es in die Hände unserer Feinde fällt. Bringe diesen Brief zu Tadok in der Nähe der Arachnidenhöhle. Er fürchtet sich vor Schamanen und spricht deshalb nicht mit mir. Aber er hat Freunde an den ungewöhnlichsten Orten. Wenn du es schaffst, ihn zum Sprechen zu bringen, könnte seine Hilfe von unschätzbarem Wert sein. Triff mich in Austera, wenn du fertig bist. Okay, das ist die nächste größere Stadt, soweit ich weiß. Und Dadok ist hier unten. Dann würde ich sagen, werde ich die Folge mal an dieser Stelle beenden. Dann reden wir nächste Folge mit Hatias. Und vielleicht kommen wir dann auch in der Hauptquestreihe weiter. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!